Skripten. Ach, ich hatte eben auch die Bogen verbessert, ne? Ja. Das war's. Das doch. Das und das. Das und das. Preis für ihren Hochmut. Ach, Hogan, hallo. Sein Kopf ist ungeschützt. Wie komme ich da ran? Nein, weich, nein! Nicht raustappen! Seinen Kopf besser beschießen. Aua. Beweg dich. Außerdem viel Schaden, wenn er mich hochwirft. Ach Mann. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist ja schön. Aua. Reicht doch aus. Daneben. Nein. Daneben. Aua. Hallo, Phase 2. Puh. Immerhin. Du hast die neuen Welten geschaffen, doch du beherrschst sie nicht. Sie beherrschen? Ich wünsche nur, sie zu überleben. Toll. Dreimal die Song. Nein. Oh, keine Pferde mehr. In irgendeinem Köcher waren noch. Lass mich. Ich muss hier langlaufen. Hier. Zeit ist vorbei. Niemand kehrt die Jahreszeiten um. Wenn wir untergehen, sorge ich dafür, dass wir euch mitnehmen. So, keine Pfeile mehr. Nein, lass mich. Fuck. Die braucht dringend mehr Ausdauer. Du und dein Polter, Sekunde.
Oh ja, ja schon perfekt. Hallo, tschüssi. Sein Kopf ist ungeschützt. Wie komme ich da ran? Den Bogen. Ach Mann. So. Hallo. Von oben könnte ich seinen Kopf besser beschießen. Bin ich nur zu blöd dafür. Ich würde gerne am Boden der Tatsachen bleiben, ja? Aua. Daneben. Ja, weiß ich auch. Oh, danke. Oh, keine Pfeile. Okay. Oh, fuck. So. Phase 2 und diesmal kann ich mich noch zweimal heilen. Ha! Ich werde besser. Du hast die neuen Welten geschaffen. Konnte das überspringen? Oh, Trigger. Doch du beherrschst sie nicht. Sie beherrschen? Ich wünsche nur, sie zu überleben. Zeit ist vorbei. Niemand kehrt die Jahreszeiten um. Wenn wir untergehen, sorge ich dafür, dass wir euch mitnehmen. Ja, ja. Ui, Tachchen. Der Herr, wie geht's? Oh, keine Pfeile mehr. Ah, verdammt. Penner. Aua. Beweg dich doch! Beweg dich! Machst du es jetzt richtig? Ja, sie macht es richtig! Blöde Kuh. Warum hat die das vorher nicht gemacht? Ist der Jötun tot? Und seine Magie stirbt mit ihm. Beunruhigt dich das, Trickreicher? Er hat sich die Achseln gekratzt. Was willst du andeuten? Steckst du dahinter? Du ehrloser Verbieger der Wahrheit. Was weißt du schon von Ehre, Freya? Du hattest mehr Männer in deinem Bett als Midgards Hallen fassen. Ausgerechnet, du urteilst über fleischliche Gelüste? Du hast einen Wolfswelpen gezeugt.
Ich werde mich doch nicht vom Herrn der Kleinlichkeiten maßregeln lassen, dessen Lanze sich regt, wenn er Gesetze zitiert. Und bevor du mit deinem Hammer drohst, Thor, denk daran. Ohne ihn wärst du nicht mehr als ein Troll, nur doppelt so dumm. Du eitriger Hodensack voll der faulichsten Absonderungen von Ymirs Leiche. Kein Schwur lässt mich so etwas erdulden. Und doch wirst du ihn nicht brechen, Harvey. Das kannst du nicht. All deine Mühen, dem Schicksal zu entrinnen, werden dich nur weiter auf seinem Pfad voranbringen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du womöglich zum Quell deiner eigenen Vernichtung. Spaß. Er wird kaum Schaden anrichten, solange sein Sohn in Gefangenschaft ist. Stopfen wir ihm das Maul mit Eis und dann hört er auf zu plappern. Okay. Was nun, Weisester? Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt. Ragnarök kommt und wir sind nicht sicherer als zuvor. Es gibt vielleicht eine Lösung in Jötunheim. Sie nennen es Huga-Magie. Ich werde dorthin reisen, um es selbst zu sehen. Bis ich die endgültige Fessel habe, darf Lokis Sohn diese Insel nicht verlassen. Bald wird sie als Zuflucht aller Wölfe dienen. Ich wache über ihn, als wäre er mein eigener Sohn. Dann überlasse ich das Reich deinen fähigen Händen, meine Königin. Sollte ich selbst mit leeren Händen zurückkehren, werde ich mich dem Schicksal fügen. So, wir müssen die Tränen abgeben. Darf ich jetzt den Hammer haben? Menno. Ragnarök! Ja! Ach nee, warte, das war Untergang, ne? Also nicht Party, schade. Ausweichen und springen ist nicht dasselbe. Party des Untergangs, ja! Oh, das war keine Saufparty? Aber wir können daraus auch gerne eine Saufparty machen, also hey. Ich hab gehört, die Menschen überleben eh, also. Oh, fuck. Ich bin aus dem Felsen wieder draußen. Ja. Oh, Glück gehabt. Ich war schon wieder am Stein drin. Oh Mann. Das ist so gemein. Okay. Ich muss hier irgendwo lang. Hin her, ich kann nicht hoch, ich kann nur rechts, links. Und hoch und hepp und ja, oben und ich muss. Puh, okay. Gerade an den Baum rangesprungen. Ich bin so stolz auf sie. Noch höher. Trinken. Ja, Sekunde. Ja, war's gerade vollständig. Juhu, 5 Fertigkeitspunkte. Jo, das lohnt sich. Und Stärke 90. Oh. Ja, gut, also. Mit 70 kommt man da bis zu dem Gegner am Ende eigentlich auch ganz gut durch. Dafür, wir machen mal bei Dingens weiter.
Wird mal Zeit, zurückzukehren. Guten Morgen. Oh, das sieht ja cool aus mit dem roten Rand. Schick. Oh, er ist weg. Guten Morgen. Ja. Der Nebel verzog sich plötzlich. Ich kann dir sagen, was ich sah. Was ist die denn? Aber ich wurde herausgerissen. Dann sprich noch nicht davon. Warte. Kehre ein anderes Mal zurück. Das werde ich. Wenn ich bereit bin. Ja, gute Idee. Bestreute Zutaten: Walkas, Wacholderbeeren, Barschkiemen, Krallen einer weißen Taube, roter Lehm. Okay. So, Pilze. Essen. Schön. Können wir hier noch irgendwas bauen? Nee, ne? Nee, ich hatte nicht mehr genug Zeug. Ist okay. Lagebericht zu Irak. Sestarski. König Burak wurde abgesetzt. Ja, erstatte Randbiebericht. Genau. Das können wir mal machen. Und wie? Wir könnten schlafen. Ich war schon lange nicht mehr schlafen. Unsinn. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Alles gut. Du weißt die Feinheiten eines bissigen Spotts nicht zu schätzen. Was geht hier vor sich? Holmgeir möchte die Kunst des Spottstreits in den Dreck ziehen. Ich weise ihn zurecht. Es ist grobschlächtig, ungenießbar und unerfreulich. Ich würde dich ohne jede Übung schlagen. Könntest du nicht, du neunmal Tumber... Eivor, richtest du über unseren Sportstreit? Ach, das, was die letzten Male nie funktioniert hat. Ich spiele nur zu gern die Richterin, Brüder. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich fange. Es geht. Wie ein Ei dem anderen gleicht Holmgeir mir. Doch er ist nur ein Kiesel. Und ich ein Saphir. Als Zwillinge einzig die Dichtkunst uns trennt. Und zeitlebens sieg ich und Holmgeir flennt. Nicht übel, aber pass mal auf. So ein Spottstreit ist albern und leicht vorgebracht. Man muss nur dafür sorgen, dass irgendwer lacht. Doch im Leben zählt anderes um so vieles mehr, wie die Dichter und die Maler und die Kunsthandwerk Kehr. Ja, Kehr. Was hältst du davon, Eivor? Toll, wer war jetzt wer? Eins. Alves hat eindeutig gesiegt, Holmgeir. Von dir habe ich nichts anderes erwartet, Eivor. Du hast kein Ohr für solche Dinge. Okay, war richtig rum. Okay. Vielen Dank, Eivor, dass du die natürliche Ordnung anerkennst. Der war tatsächlich besser, ja. Alves war der Erste. Danke. Was ist das? Haben wir das schon gelesen? Oh ja, ja, ja. Das Gedicht von Holmgeir. Ja. Das kennen wir. Oh, ich glaube, wir haben neue Briefe. Ja. Rums. Brief von Soma. Eivor, heute kamst du mir in den Sinn. Ich dachte daran, wie ich mich fühlte, als ich Granterbrück verlor. Die Wut, die Zweifel. Du halfst mir dabei, meine Stadt zurückzuerobern und noch so viel mehr. Du halfst mir, wieder zu erlangen, was ich in mir selbst verloren hatte. Heute sind mein Volk und meine Stadt stärker denn je. Und ich bin wieder ihre stolze Anführerin. Soma. Oh. Gute Nacht. Oh, eigenes Bett. Oh, Hilly. Gute Nacht. Schlafen. So schnell würde ich auch gerne einschlafen. Moin.
So. So, Hartwig. Wer ist das denn? Ach, der. Du hast es hierher geschafft, Sigurd. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das habe ich abgebrannt. Ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Höhlchen. Wo hat die ganzen Figuren her? Ja. Oh. Was? Eine Woche später? Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Cheolbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Was ich? Ich habe nur geschlafen. Willst, dass ich eine Rede halte? Oh, nun gut. Vielleicht selbst geschnitzt. Oh, dann nehme ich auch so eine Figur, ja. Die sehen cool aus. Freunde, hört mir zu und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Kunasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Sigurd würde meine Errungenschaften feiern. Ich behaupte nicht, Sigurd ebenbürtig zu sein. Schweig, Dack. Weibsklave. Entschuldigung. Habe ich aber auch nie gesagt, dass ich ihm ebenbürtig bin, oder? Ich habe nur gesagt, was ich gemacht habe. Ich habe nie behauptet, seine Gleichgestellte zu sein. Aber ich werde meine Siege nicht kleinreden, Dark. Möge der Ruhm jene finden, die ihn verdienen. Wenn ich es bin, dann sei es so. Wenn du es bist, oder ein jeder von euch, umso besser. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Darf ich ihn schlagen? Und mögen alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skull! Skull! Denkst du, ich bin betrunken, Eivor? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Ich habe mir meinen Ruhm ehrenhaft verdient, du redest Unsinn, lass uns das Fest genießen. Ach, lass mich in Ruhe. Wenn du noch nicht betrunken bist, beeil dich. Dies ist ein Fest. Und wir feiern Sigurds Herrschaft. Genieß es. Wie ich mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greift sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Zu mir! Darf ich ihn aus dem Dorf werfen? Der nervt. Da. Darf ich ihn aus Versehen in der Schlacht köpfen? Hups, hab für einen Gegner gehalten. War keine Absicht. Entschuldigung. Was ist hier los? Auf euch wartet hier nichts als der Tod. Ulfi, schön dich zu sehen.
Und Sigurd redet auch immer von wir. Das sind die Gegner. Ich erkenne die nicht. Kann das deinen Kampfdurst stillen, Randweh? Haltet sie vom Langhaus fern! Was? Wie? Langhaus? Hoch. So. Oh, das Essen. Ah, glaubt ihr nicht essen? Warum nicht? Los, Gegner! Ciao! Gegner! Steht wieder. Jetzt nicht mehr. Ja, Eva, chill mal. Denen, ups, ich meinte den zeigen mir. Geht da die Nachricht? Oh oh, es rockelt. Eva kann fliegen. Hier sind zu viele Gegner. Aua. Wer hat euch in den Tod geschickt? Die Götter selbst schicken uns. Ja, klar. Ist der Pfeilhorde? Okay. Blut. Jetzt sind wir mitten auf einem Schlachtfeld, aber das hindert mich nicht am Looten. Ich glaube, der braucht Hilfe. Hey, hey du. Toll, jetzt brenne ich auch noch wegen dir. So. Nur weil ich dir helfen wollte. So macht man das. Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Tier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Ach so. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Engla. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn. Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal, wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn. Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren. Kann ich nicht die eine Hälfte töten und die andere zurückschicken? Gute Nacht, Mikrofilm. Schlaf gut. Träum du auch süß von Sauerkraut. Bis zum nächsten Mal.
Wenn ich ihn freilasse, begegnen wir ihm bestimmt nochmal. Ein Überlebender. Und du fragst, ob du eine Hälfte von ihm töten und die andere zurückschicken kannst? Ja, klar. Geht das nicht? Ja, so ein Arm war ja. Hä? Jetzt verwirre ich alle. Geil. Hab's geschafft. Okay, freilassen oder töten? Ich bin für beides. Entscheide dich richtig. Wow. Ich könnte ihn freilassen, aber wer sagt, dass sie dann nicht mit mehr wiederkommen? Aber ich könnte ihn töten, aber wer sagt dann, dass seine Freunde nicht vorbeikommen, um zu gucken, wo sie bleiben? Wir gehen lassen, okay. Aber hey, ich mag Dark nicht. Ich lasse ihn frei. Geh. Tschüss. Und kehre nicht zurück. Ich danke. Tschüss, Dark. Ein aufgeschobener Tod ist keine Gnade. Wer euch auch geschickt hat, warne sie vor dem Gemetzel, das sie hier erwartet. Oh, ich werde berichten. Schick Späher hinter ihm her, dann finden wir... Da! Das war ja klar. Mag Tag auch nicht. Dieses Mitleid bringt uns nur in Gefahr. Es bringt uns den Ruf der Feigheit ein. Das war der einzige Weg. Hätten wir ihn verfolgt, hätten wir etwas erfahren können. Nun wissen wir nichts. Sigurd hätte getan, was ich getan habe. Das reicht mir als Rechtfertigung. Hätte er nicht. Sigurd ist nicht hier. Ich schon. Und wenn du dich mir noch einmal widersetzt, wird er davon erfahren. Ich sehe dich, Eivor. Und ich weiß, was du bist. Was denn? Höher gestellt als du? Nichts auf Darks Worte. Seine Drohungen mögen laut sein, doch sie sind leer. Räumt hier auf. Dann beraten wir die nächsten Schritte. Tag ist so ein Trottel. Ich habe alle um Ehre und so weiter, aber es gibt hier Parallelen zu Vikings. Vikings nicht geguckt? Es steht auf der Liste. Aber ich habe es noch nicht geguckt. Guten Morgen! Habe ich einen neuen Brief? Ich glaube nicht mehr.